Meine Damen und Herren, von mir auch ein herzliches Hallo und ich freue mich, dass so zahlreich die Menschen, die alle erschienen sind für das FDP-Fest, für das Sommerfest der Gemeinderatsfraktion, ist auch ein Zeugnis der guten Arbeit der ganzen Fraktion und auch derer, die hinter der Fraktion stehen, die man an dieser Stelle natürlich nicht vergessen darf. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, klar, ich nutze die Gelegenheit, wir sind im Wahlkampf, zum einen nicht bekannt zu machen. Ich werde die Kandidatin vom Wahlkreis Stuttgart 1 sein. Nochmals herzlich Sie alle von Herrn Werbeck zu grüßen, der Kandidat von Stuttgart 2 sein wird, der eben jetzt woanders die Flagge hochhält. Und um sich bekannt zu machen, muss man ja auch sagen, mit welchen Werten tritt man an. Was möchte man aus Stuttgart mitnehmen und in Berlin für Sie repräsentieren? Und ich habe mir überlegt, was mir eigentlich im Moment, wenn ich so das politische Spektrum und die verschiedenen Werte diskutieren kann, was mir im Moment sehr, sehr wichtig erscheint. Und da ist mir ein Stichwort in den Kopf gekommen, womit die FDP eigentlich immer unkonkret, sage ich mal, verbunden wird. Das ist das Stichwort der Freiheit. Die FDP steht für Freiheit und sie steht auch für Freiheit und Verantwortung. Und ich möchte Ihnen am heutigen, ja, späten Nachmittag, frühen Abend, vielleicht diese beiden etwas unkonkreten Stichworte in einem einzigen Stuttgarter Beispiel etwas näher bringen. Ich möchte heute Abend ein wenig über den Stuttgarter Fernsehturm sprechen. Der wurde 1956 eröffnet, stolze 57 Jahre alt. Schon 1959 wurde er ausgezeichnet als eine architektonische Besonderheit. 1986 wurde er zu den Kulturgütern hinzugefügt. Das ist ein Kulturgut, was wir hier oben stehen haben. 2009 erfolgte eine weitere Auszeichnung als historisches Denkmal deutscher Bauingenieurskunst. Das heißt, lange nach Bau, lange nach Eröffnung, schaut Deutschland, schaut die Welt immer noch auf den Stuttgarter Fernsehturm. Und es wurde auch, und es wird auch wertgeschätzt. 2011 wurde der Fernsehturm mit sehr viel Geld saniert und auf den neuesten Stand der Brandschutztechnik. 2013 wurde der Fernsehturm geschlossen. Es gab sich Fragen, warum wurde er geschlossen? Hat sich was verändert? Und dann gucken wir mal auf den Brandschutz, ich sage jetzt mal auf die Gefahren, auf die realistischen Gefahren. Da muss man sehen, seit 1956 sind die Gefahren tatsächlich angestiegen. Bis etwa 2000. Neue Brandschutztechniken, neue Sicherheitstechniken haben es geschafft, dass die Feuerwehreinsätze in den letzten 10 Jahren dramatisch zurückgegangen sind. Das heißt, realistisch gesehen, mit neuen Brandschutzstandards, mit neuen Maßnahmen, mit neuer Sicherheitstechnik hat sich objektiv nicht viel verändert. Trotzdem ist der Fernsehturm geschlossen worden. Warum? Das Sicherheitsrisikoempfinden wurde neu abgenommen. Also ein neues Risikoempfinden, das jetzt jedem von uns einheim wurde. Und dann habe ich mir überlegt, um wessen Risiko geht es eigentlich? Geht es um das Risiko derer, die hochsteigen? Da könnte man unten ein Schild dran machen. Betreten auch eigene Gefahr. Es wird übrigens an jeder Baustelle gemacht, die sehr hohe Risiken hat. Steht drauf, Achtung, betreten auch eigene Gefahr. Oder geht es um das Risiko derer, die Verantwortung tragen müssen, die überleben müssen? Und dann habe ich mir überlegt, was ist eigentlich Freiheit und Verantwortung? Meinen wir wirklich, wenn wir von Freiheit und Verantwortung reden, dass jeder unterschreiben würde, wirklich Freiheit und Verantwortung, oder meinen wir Freiheit von Verantwortung? Das sind zwei ganz unterschiedliche Sachen. Freiheit und Verantwortung heißt nämlich, dass wir ein Risiko abwägen müssen. Etwas, was jeder in seinem Alltag jeden Tag tut. Ich bin mit dem Spruch aufgewachsen, sicher sind eigentlich nur die Steuern und der Tod und alles andere hat ein gewisses Risiko. Ich habe mir mal versucht, greiflich zu machen, was heißt eigentlich Risiko abwägen? Und Risiko abwägen heißt für jeden im Alltag, da zähle ich jetzt mal Männer und Frauen zusammen, die gefährlichste Tätigkeit, die es im Alltag gibt, wo am meisten Unfälle, übrigens auch am meisten tödliche Unfälle passieren, ist die Hausarbeit. Und ich darf Ihnen sagen, mehrfach die Woche überlege ich mir, gehe ich dieses Risiko nun wirklich ein? Als bei mir und sagt, gut, ich putze.
Widerwillig, aber ich mache es. Und genau diese Risikoabwägung sollte man doch eigentlich auch in anderen Bereichen machen. Beispielsweise bei der Frage, dieses historische Kulturgut, das deutschlandweit bekannt ist, der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die Frage, wie hoch ist das eine Risiko gegen die Chancen und die Nutzen, die dieses birgt? Und die Frage, was passiert, wenn wir eigentlich versuchen, Risiken zu minimieren? Und jetzt komme ich auf mein Stichwort wieder, auf das Stichwort Freiheit. Es gibt aus meiner felsenfesten Überzeugung nicht null Risiko. Null Risiko in der politischen Verantwortung heißt, Grenzen so eng zu stecken, nicht, dass nichts passieren kann, aber immer so, dass derjenige, der die Verantwortung trägt, sagen kann, ich bin nicht schuld, ich habe alles getan. Der Gegenpol zu dem, ich habe alles getan, ich will die Verantwortung dafür nicht tragen, heißt aber die maximale Eingrenzung der Freiheit. Und für mich ist ein verantwortungsvolles politisches Handeln abzuwägen und zu einer vernünftigen Entscheidung zu kommen, die auf der einen Seite ein allgemeines Lebensrisiko widerspiegelt, aber auf der anderen Seite in Gottes Namen den Menschen die Luft zum Atmen lässt und den Fernsehturm zumindest für diejenigen, die bereit sind, das Risiko für sich aufzunehmen, offen lässt. Weil ich war in meiner Jugend auf dem Fernsehturm. Ich war auch später noch auf dem Fernsehturm. Für mich ist es ein Wahrzeichen Stuttgarts. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn dieses Wahrzeichen Stuttgarts auf mein Risiko, mit mir, aber auch für meine Kinder wieder geöffnet ist, für meine Besucher wieder geöffnet ist und für diejenigen geöffnet ist, denen ich Stuttgart nahe bringen will. Und wenn ich etwas mit nach Berlin nehme, und das verspreche ich Ihnen alle, wenn ich etwas mit nach Berlin nehmen komme, dann ist es das Wissen darum, dass Freiheit und Verantwortung zusammengehören, dass sie nicht immer leicht sind zu tragen, dass sie immer erklärt werden müssen und dass Freiheit aber auch immer ein wichtiges Gut ist, das es zu verteidigen gilt. Ich bin dafür bereit, ich bin schon mitten im Wahlkampf, viele von Ihnen kämpfen mit mir gemeinsam. Ich freue mich, dass ich weiß, dass die Gemeinderatsfraktion der Kinder hinter mir steht und vor allem auch die gleichen Werte von der Kommune bis in den Bundestag wir gemeinsam an dem gleichen Strang ziehen. Und deswegen freue ich mich, dass ich hier ein paar Grußworte reden durfte und ich wünsche uns allen noch gemeinsam einen schönen Abend. Vielen Dank.